Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich kann Ihre Empörung durchaus nachvollziehen. Aber wir haben ja, und ich denke, ich möchte auch erst einmal in den Chor der Freudigen einsteigen. Es ist ja ein guter Schritt, und ich finde das auch schön, dass wir endlich das haben, dass die Heilmittelberufe, die Schulgeldfreiheit eingeführt wird. Wir wissen, Bildung muss für alle kostenlos sein, und hier ist ein richtig guter Schritt gegangen worden. Aber man darf durchaus daran noch erinnern, dass Sie im Juni letzten Jahres das noch ganz anders beurteilt haben. Herr Bocklet, Sie haben gesagt, Sie sind finanzpolitisch nicht verantwortlich, wollen einer einheitlichen Bundesregelung nicht vorgreifen. Und Frau Ravensburg hat vor einem Flickenteppich von Einzelregelungen gewarnt. Und dass das im Bund nicht stattgefunden hat, also da sind, glaube ich, ich glaube immer noch, sind zwei Parteien in der Bundesregierung, machen eine Koalition. Und ich weiß jetzt nicht, es sind noch zwei, oder? Und ich glaube, der Gesundheitsminister ist nicht in der SPD, oder? Oder ist er übergetreten? Wir wissen nichts davon. Aber gut, Sie haben eingesehen, dass da nichts kommt von Bundesebene. Wir haben es Ihnen damals übrigens schon gesagt. Ich glaube, genau von diesem Pult her habe ich Ihnen gesagt, dass nichts kommt. Aber wenn Sie es eingesehen haben, ist ja immer schön und gut. Und wir haben ja damals den Antrag eingebracht, SPD und Linke. Und es hat nur ein halbes Jahr gedauert, wo man sagen kann, Sie haben darauf reagiert. Das finde ich eine tolle, gute Entscheidung. Und da kann man sagen, Rot-Rot wirkt. Auch in Hessen. Selbst im schwarz-grünen Hessen. Und ich kann Ihnen sagen, auch die Verbände wissen durchaus, wem sie das zu verdanken haben und welchem Druck sie das verdanken haben. Und das freut mich auch besonders. Und es freut mich ganz besonders, dass jetzt junge Menschen eine bessere Ausbildung machen können. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Demonstration hier vor dem Hessischen Landtag, wo mehrere hundert von Ausgebildeten und Auszubildenden ihren Unmut gezeigt haben und das Bündnis Therapeuten am Limit deutlich gemacht hat, wie wichtig und wie notwendig das ist, und dann mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren sind. Ich denke, es war ein echter Einsatz. Und es hat auch auf Bundesebene ein bisschen was bewirkt. Und ich denke, es hat in Hessen was bewirkt. Eigentlich eine gute Sache. Man sieht, Bewegung nützt was. Und das kann man allen nur empfehlen, sich zu engagieren und für ihre Interessen einzutreten. Und ich hoffe, dass das auch für andere Berufsgruppen dann auch eine Folge hat und auch für andere Anliegen, die diese Berufsgruppe noch hat, sowie die Überarbeitung der Ausbildungsinhalte, die so veraltet sind, dass die Therapeuten gleich nach dem Jobantritt erst einmal in die Weiterbildung gehen müssen. Und ich denke, das spricht nicht für gute Ausbildungsqualität. Aber warum hier? Es ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Ich denke, da ist auch die Hessische Landesregierung gefordert, tatsächlich Druck zu machen, dass dort einmal Ergebnisse zustande kommen. Und da wäre auch die Aufgabe des Sozialministeriums, hier endlich den Feuer unter dem Dings da zu machen. Sonst wird es unparlamentarisch. Ne? Ich glaube, es ist auch notwendig, unbedingt notwendig. Wir wissen ja, dass die Zahlen zurückgehen. Wir haben es aus unserer kleinen Anfrage. Es gibt Stagnation, aber auch Rückgang von Zahlen in einigen Jahren. Und es ist, die Bedarfe steigen. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung, die braucht eher mehr Therapeutinnen und Therapeuten. Deswegen ist die Sache eigentlich unumgänglich und ich denke auch nur sinnvoll. Ich denke, es sind weitere Punkte sind notwendig. Die Ausbildungsinhalte habe ich schon angesprochen. Aber es ist auch die Frage der Ausbildungsvergütung. Das reicht ja nicht. Wer kann sich schon erlauben, drei Jahre lang eine Ausbildung zu machen, für die man kein Geld kriegt? Das ist nur für Leute möglich, die entsprechend einen familiären Rückhalt haben. Ich denke, da wären sicher mehr Dinge noch notwendig, als die jetzt umgesetzt worden sind. Und ich denke, es gibt auch für andere Schulen gilt das ja auch. Warum sollen wir nur auf die Gesundheitsberufe gucken? Wir wissen, dass es Erzieherfachschulen gibt, die kosten teilweise im Monat noch 350 €. Also da wäre es auch notwendig, eine Schulgeldfreiheit einzurichten. Ich hoffe, dass das der nächste Schritt wäre. Wir müssen mal die Erzieherinnen und die Erzieher vor den Landtag bitten, dass sie die auszubilden, damit sie hier ordentlich Rabatt machen. Und vielleicht können wir dann im nächsten Jahr hier stehen und sagen, auch das haben wir geschafft. Ich danke Ihnen.